sicher, wie ich das hier schaffen soll. Ich kann mich so weit... Ich kann mich auf die Insel begeben, aber dann bin ich sofort im Arsch. Das Einzige, was ich machen kann, ist konsequent und kompromissbereit so zu sein, um Lebenspunkte, Quatsch, Experience-Punkte einzubüßen. So, jetzt gehe ich jetzt nämlich mal hier rum. Und da seht ihr schon, hier fallen die Leute schon mal runter. Und da ist der Ork. Gucken. Gucken. Er müsste sich dann bewegen. Na, ja. Und da fällt er auch. Gedusch. Kaputtnick. Hm. Und dann bleiben wahrscheinlich noch zwei über. Die dann zu erledigen, ist auch nicht einfach. Auf jeden Fall ist er einer, der schon gleich mal die Waffe zieht. Beziehungsweise seinen Bogen. Ja, und dann könnte ich das doch eventuell mal eben... Aha. Los, los. Ach, ich bin schon so gut getroffen, dass ich gar nicht... Hier komme ich auch gar nicht aufs Haus, während die anderen aufs Haus kommen. Na, ja, okay, ich kann auch mal hinterher springen. Der Dusch. Nee, das war's nicht. Mal gucken. Einer kommt hinterher. Der Ork-Söldner. Gucken, ob der auch gut und gewandt ist. Nein. Okay. Nee, gut ist der nicht. Den kann man schön... Ach. Ja, den habe ich erledigt gehabt. Oh Mann. Ja, das ist halt eben blöd gelaufen. Wenn man natürlich besser gerüstet wäre, bessere Waffen hätte. Was ich aber hier in diesem Grad, Schwierigkeitsgrad nicht habe. Ach, jetzt sind da noch zwei. Dann ginge das vielleicht besser. Naja, vielleicht habe ich ja jetzt nochmal Glück. Ich werde einfach so weit hingehen, bis... Oh, der Ork ist wieder da. Ich dachte, er ist runtergefallen. Und ein anderer ist auch noch mit runtergefallen. Was ist denn das jetzt? Ach, jetzt kommt mir auch noch der Ork hinterher. Das kann ja nichts werden. Oder? Oder? Oh, das wäre cool. Das wäre cool. So, komm, Feuerpfeil. So, bloß die Linie halten. So. Ich will auch nicht, dass er runterfällt. Ach, was? Jakos Ork-Leibwächter. Nein! Los! Oh, hab ich heute Sauglück gehabt. Meine Fresse. Oh, nicht zu plündern. Orks erinnern mich immer irgendwie an Klingonen und Star Trek. Alter. Den habe ich echt besiegt gekriegt. Ich habe, ich glaube, mindestens anderthalb Stunden hier rumprobiert. Bin halt eben auf diese Alternative gestoßen gekommen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wer noch alles da ist. Immer noch zwei. Ja, das ist ja interessant. Der Ork ist runtergefallen, ist wieder hochgespawnt worden. Clever, clever. Echt clever. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wer nimmt denn A? Ah, er nimmt sein Schwert. Oh, und ich bin getroffen worden. Und ich falle auch mal runter. Das kann passieren. So, das Ganze noch... Ah, stopp mal. Aber wenn ich irgendwelche Situationen habe, dann sollte ich doch mal lieber hier vorsichtshalber mal...
meinen Pfeil schärfen. So, nochmal gucken. Wer zieht seine Waffe, kommt hinter mir her. Bis jetzt noch keiner. Okay, du. No. Ist der auch runtergefallen? Mhm. Tja, was jetzt? Wollen wir den Jakko töten oder was? Scheiße. Ja, das bringt doch auch nichts. Na, noch mal hingehen, mal gucken, wer alles da ist. Oh, niemals vergessen, noch mal hier den Bogen mit dem Feuerpfeil zu laden und uns auf Nahkampf vorzubereiten. So, wer zieht denn jetzt hier was? Die sind wohl beide ganz gut. Aha. Jetzt. Okay, hat er genommen. Ah, er fliegt auch runter. So weit bekloppt ist es aber auch. Jakko ist noch in Panik. Hat sich Jakko da hinten wieder positioniert. Ist ja der, den ich eigentlich eliminieren soll. Ich werde mal so nahe gehen, dass er... Genau, richtig. Gucken, wie gut Jakko ist. Oh, der ist gut. Was hast du verdient, Mistkerl? So, das bekloppt es aber auch. One more time. Versuchen wir den noch mal auf die Brücke heile rüber zu kriegen. Okay. Bisschen verzögern das Ganze, okay. Damit er sozusagen den Anfang der Brücke findet. Jawohl. So, mal gucken, wie der drauf ist. Er ist ja schon ein bisschen... Oh, der ist gut drauf. Versucht er gar nicht. Doch. Der ist echt übel. Das war wieder super knapp. Krieg den Kohl nicht fett. Ist der Hammer, ist das. Das könnte klappen. So, und Jakko ist ein Fernkämpfer und den krieg ich so nicht. Der ist ja richtig firm drauf. Da muss ich mir auch mal überlegen, wie ich an der Sache rangehe. An die Sache meine ich natürlich. Ja. Auf zu Jakko. Der läuft einem nicht hinterher, höchstens wenn man ihn zwingt, seinen Bogen zu stecken. Aber er ist ja so weit weg, dass er mich eigentlich noch gar nicht bemerkt. Oder? Ja. Also kann ich hier ganz wunderbar erstmal den Baumstamm hier nehmen. Und dann eventuell einen Spruch nehmen, der da heißt... Na, Wirbelwind bestimmt nicht. Das dauert zu lange. Rosa Feuersturm, ich habe ja keine Magie-Sachen. Wo habe ich denn? Ja, Schlaf. Vielleicht nützt das ja was, bevor er sein... Der hat Schlafresistenz. Okay. Er kommt hinterher oder auch nicht? Er kommt nicht hinterher. Er springt runter. Und Quest erledigt? Nein, ist es nicht. Das war nicht Sinn der Sache. So, jetzt bin ich ganz hinten in der Ecke. Und vielleicht legt er sich auch mal schlafen.
kann ja sein, dass wir ihn mitternachts im Bett überraschen können. Man muss das ja alles ausprobieren. So, bis nächsten Abend, bis Mitternacht. Oh, war ja. Nee, der läuft. Wo läuft der hin? Der läuft weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Moment. Draußen ist er nicht. Hat er sich eventuell schlafen gelegt? Das wäre der absolute Oberhammer. Das wäre der absolute Oberhammer. Mal gucken wir mal, wo er ist. Wer hat sich hinter das Haus versteckt? Man weiß es nicht. Der Schling. Arga, Poparga. Ja. Nee, ich nehme einen anderen Slot. Ich muss einen anderen Slot nehmen. So, okay. Wie cool ist das denn, wenn der Plan aufgeht? Meuchelmörder Roland. Nee, klappt nicht. Das hast du verdient, Mistkerl. Anders. Vielleicht brennt er ja gut, der Jakko. Man weiß es nicht. So, man kann auch schleichen, indem man mal eben kurz den Feuerpfeilbogen gezogen hat. So, mal gucken, wie viel. Das zwei Schläge und verdient, Mistkerl. Auf ein neues nochmal mit dem Schwert, mit dem Degen, mit dem Gesegneten. Aber diesmal werde ich mich hier in die Ecke bewegen. Und jetzt hauen wir dem Jaguar richtig ein auf die Mütze. Was war das denn? Das hast du verdient. Den hätte ich beinahe gekriegt. Okay, andere Strategie. Wir schleichen uns auf das Haus. Versuchen irgendwie hier hochzukommen. Geht das auch im Schleichmodus? Ja, das geht. Aber aufs Fass komme ich nicht. Jawohl. Machen ein bisschen Krach. Da ist er. Kommt er mit hoch? Oder kommt er nicht mit hoch? Das ist die große Frage. Er ist unterm Haus. Also so, dass ich ihn nicht sehen oder treffen kann. Mist. Tja, da müssen wir uns mal was anderes rein. Wo bist du denn? Au! Der steht auf der Laterne, ich glaub's ja nicht. Er steht einfach so auf der Laterne rum. Seht ihr das? Ist er da runter? Oh, hat noch geschafft. Da ist Jakko. Da ist er fix. Das wird auch wieder nichts. Mist, er war am Fenster. Bleib da.
Jetzt hat er mich durchs Fenster genatzt. Ja, nach etlichen Versuchen, den Jakko zu erledigen, bin ich auf die Idee gekommen, ihn durchs Fenster zu eliminieren. Also zu töten, zu meuchelmorden. Mal gucken. Jawohl. Oh, er hat mich getroffen. Alter, das gibt's nicht. Der kommt doch wohl nicht durchs Fenster durch. Das ist mir nämlich nicht passiert. Das geht auch gar nicht. So groß ist er doch nicht. Oh, ich hab ne... Was? Erfahrung plus 100? Was ist denn das für ein Mist? Ich glaub's ja jetzt nicht. Ich dachte, der ist so total wertvoll. Großes Breitschwert. Ruhe. Aber meine Sorge ist, ob ich einen Jakko looten kann. Ja, kann ich. Also viel Besonderes hat er auch nicht dabei. Was ist denn das hier mit zwei? Okay, Sumpfkraut. Kiefer ist er auch noch. Oh, Leute. Ich glaube, das ist... Oh, Teleport zur Jagdhütte. Ich glaube, das ist wohl echt ein Applauschen wert. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin euch das angeguckt habt oder antun musstet, je nachdem. Oder ob es spannend war, lustig war. Das würde mich echt über einen Kommentar freuen und einen Daumen. Ich sage Tschüss und loote noch das hier. Ja, dann hätten wir die Ork-Söldner also, glaube ich, auch wirklich erledigt.